Und damit geht es weiter bei Darkest Dungeon. In dem dunkelsten YouTube-Anwesen haben in der letzten Woche Reynald, Dismas, Duval und Vivil ein mittleres Labyrinth gemacht, haben dort Getreide mitgebracht, wodurch wir eine Quest bekommen haben. Dabei ist Reynald auf Stufe 3 aufgestiegen, ist damit unser erster Veteran, während die anderen erst Abenteurer sind oder Lehrlinge oder totale Kacknoobs. Vivil ist auch noch auf Stufe 2 gestiegen und Duval auch auf Stufe 2. Das Labyrinth wurde auf 3 erhöht, in der Meisterstufe 3. Das Dorfereignis Rekordernte wurde ausgelöst, weil wir die 3 Getreidesäcke aus dem Labyrinth mitgebracht haben. Vivers hat verrückt nach Gold verloren und Baliol hat unvorbereitet verloren. Im Sanitarium die Ticks, wunderbar. Reynald hat eine Krankheit bekommen, Langeweile, können wir einfach mal wegheilen, scheißegal. So. Wir haben weder genug Urkunden noch genug irgendwas anderes, um irgendwas abzugraden, denke ich. Nee. Weder noch. Weder noch. Wir müssen mal ein paar Urkunden sammeln, habe ich das Gefühl. So. Unsere Schmiede hängt ein bisschen hinterher, möchte ich mal sagen. Ja, unsere Schmiede hängt ein bisschen hinterher. Okay. Schauen wir mal, ob ein Antiquarin dabei ist. Nein, keine Antiquarin unter der Truppe der Leute. Was werden wir machen? Wir werden... Ich glaube nicht wieder ins Labyrinth gehen. Oder? Grabräuber. Drin. Verdammt, das Ding ist nice. 5 Crit, 4 Geschwindigkeit, 20% erkunden. Scheiß auf die 100% verbrauchte Nahrung. Okay, wir werden einfach nochmal ins Labyrinth gehen. Und die Meereshöhlen und den Wald haben wir ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Aber, ja. 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 Ist dann halt so. Ist dann halt so. So, Prinz der Schweine. Muss mich mal gerade kurz an ihn erinnern. Brauchen eine relativ hohe DPS-Truppe gegen den am besten. Am besten. Nimm mal wieder meinen Baden mit. Baliol, wie sieht's bei dir aus? Schlechtes Gewissen, Liebestoll? Ist in Ordnung. Labyrinth-Taktiker, 15% im Labyrinth. Du bist dabei. Vers, Hagiomanie, Hieromanie, Klaustrophobie. Okay, du bist als Healer dabei. Tank. Bonvalet. Tank. Gerne wird behandelt diese Runde. Unwill ist eigentlich ziemlich nice. Unwill nehmen wir mit. Eine okay Truppe. Ja, ist eine okay Truppe. Nehmen. Eine ordentliche DPS-Truppe. So. Starten wir sie mal aus. Skills. Nee. So, Runwill braucht auf jeden Fall zu hacken. Das. Auch der. Baliol müsste seine Skills haben. Ich habe ihn auf Slot 2 gepackt, ne? Slot 2 ist in Ordnung. Passt auch so mit seinen Skills. Umfravel müsste Skills haben. Der müsste... Er steht auf Slot 3, ne? Der kostet. So, nur die Skills, die ich jetzt erstmal mitnehme auf diese Tour, denke ich. Ja. Gut, und Unwill hatte ich schon, ne? Ja,
Wie wäre es nur? Gut. Sehr schön. Gut. Brechen wir auf. Rüsten die Truppe eben aus. Wir haben Ismas Kopf auf ihm. Der muss ordentlich DPS drücken. Und den Sonnenring auf ihm. Der Narr kann das und das mitnehmen. Viel Präzision und Ausweichen und 3 Crit, ist gut. Hat eh kein Ausweichen. Kann auch das mitnehmen. Ich hätte gerne was Plus-Heal-mäßiges. Ich habe aber kein Plus-Heal für die. Leider nicht. Okay, dann machst du, dass du nicht bluten kannst. Gegen Bluten ist gut. Und was gebe ich dir noch? Ich würde da noch Antistress geben. So. Das ist in Ordnung. Ich. Hierfür können wir einen verkaufen. So. Haben wir doppelt. Das ist gut. Von der Zusammensetzung der Items. Ah, er hat noch einen Slot frei. Aber ich glaube, ich habe nichts für ihn. Nicht wirklich. Ne, alles gut. Alles gut. So. Auf zum Gepäck. Es ist alles umsonst. Das heißt, wir können uns ordentlich ausstatten. Wir gehen in die Labyrinth, ne? Ja. Brauchen wir primär sowas hier. 6 reichen davon eigentlich immer mehr. 6 Schlüssel, 6 Bandagen, 6 Weihwasser und ein Shitload an Fackeln. Und 4 davon. Gut. Das ist in Ordnung. Sieht jetzt da gar nicht so viel aus. Wir könnten natürlich auch mehr mitnehmen, aber mehr brauchen wir nicht. Das werden wir gar nicht aufbrauchen. So. Okay, brechen wir auf. Das ist die Gruppe auch richtig zusammengesetzt. Der steht vorne. Er steht auf dem Slot 3, kann er alle seine Skills benutzen. Auf Slot 3, ja. Ich stehe Slot 4 und er steht auf Slot 1. Nice. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. A nameless abomination. A testament to my failures. It must be destroyed. Ich werde so sagen, wo der Boss ist. Vermutlich hier oben. Die Karte ist schon mal nice. Der halben Dungeon gescoutet. Gut. Hier kommt nichts. Ah, okay, wir wissen, Gegner werden nicht angezeigt. Sollten wir nicht vergessen. Ernte. Einer ist davon tot, der andere noch nicht. Gut. Erstmal den Stress lindern von sich selbst. The ground quakes. Sehr gut. Sehr gut. Is the weapon that cuts on its own.
Wir haben mehr als genug Fackeln. In Radiance may we find victory. Gut. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Mit Weihwasser bekommt Weihwasser und eine Fackel wieder. Wow. Was ein Shit. Guck mal, wir scouten. Ja, Gott sei Dank. Bauen wir den Raum aus. Nehmen wir erstmal den Weg hier hoch. Ein Buff bis zum Campen. Okay. 30% Schaden. Jupp. Vielen Dank. I take it. Raumkampf. Autsch. Ich müsste gleich mal anti-stressen. Okay. Nachdem ich die zwei getötet habe hier. Steht sich. Autsch. Okay. Kein Problem. Sehr schön. Maintain the offensive. Ach, das ist ein Kacke. Nicht so schlimm, Krits sind aber Kacke. Jetzt mal heilen wir ein bisschen Stress von den Leuten. Dafür ist der Jester richtig gut. Schöner Crit Heal. Sehr schön. Wie viel Blut hat er nicht auf sich mittlerweile gesteckt? 3 Schaden, 9 Damage im Blut. Gar nicht so wenig. Müssen wir ihn aber töten diese Runde. Genug. Genug. Steckst du wieder einen neuen Stack drauf? Nein. Wunderbar. Kannst dich nochmal heilen. Kannst ihn töten. Destroyed. Haut zu wie ein Truck, der Gute. Seize this momentum. Push on to the task's end. Leider kein Scouting. Nahrungsmittelverbrauch. Eine Schaufel. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Gescoutet, wir haben einen Geheimraum entdeckt. Uhuhu, baby. Nice.
Dieser One ist um einiges besser geworden gerade. Ich würde sagen, hier lang, da zurück, da unten, da lang, da, da. Und ich könnte auch so, so, so gehen. Machen wir mal so. Gehen erstmal hier links lang. Er ist 75 Licht, gut. Ich kümmere mich erstmal um den Stress der Leute. Ein Problem. Stress wegmachen. Be gone, Fiend. Ich heile mal gegen den Giftschaden an. Der hilft nochmal beim Stress wegmachen. Creatures can be felled, they can be beaten. Gold. Mhm. Im Endeffekt, wenn man Stressleer dabei hat, muss man auch nicht immer unbedingt zuerst die Stresser targeten, aber why not? Gedodged. War nicht gut. Schön. Singular strike. Executed with impunity. Das ist eine Truppe, die eigentlich kein großes Problem mit dem Boss haben müsste, ehrlich gesagt. Wir haben zwei Single Heals, ein Mass Heal, der Vestalin und einen hohen Damage Output, weil die, die sich auch heilen können, auch einen ordentlichen Haut-Drauf-Effekt haben. So, wieder gedodged. Trifft leider nicht so gut. Der Leper. Und wir sind komplett stressfrei. Man kein Ziel rein, was ich angreifen kann mit ihm. Da muss ich uns buffen. Also ich glaube, der steht schon etwas länger da jetzt. Das war nicht so smart. Ich hätte ihn voll angreifen müssen. Ja, alles gut. Alles gut. Die Hundekuchen brauchen wir nicht.
Die Nahrung brauchen wir auch nicht so viel von, definitiv nicht. So, das nehmen wir. Von da wollte ich runter. Wollen wir nicht anfassen. Kein Scout, leider nicht. Wie lang? Echten Trade verbrennen. Perverse Gelüste, gottesfürchtig. Fix und fertig kann weg. Bin mir ganz sicher. Ist alles in Ordnung. Fix und fertig. Bleiben wir mal weg. Wissen wir, was wir bekommen? Mal bluten. Greifen komplett vor uns an. Scheinbar. Einen übrig. Zieht den Jester. Der aber immun dagegen ist, weil er ausweicht. Hier und wir dann für die nächste Runde schon mal das Muschelschwein hier. Okay, wenn er Bluten bekommt, dann stirbt er. Alles schön. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Schön bluten lassen. Slowly, gently. This is how a life is taken. Eradicated. Mr. Truck haut einfach mal wieder Gegner um. Mit seinem halben Highlander-Schwert. Nee. Lass sie nochmal heilen, die Leute. Gut. Killst den. Oh, du killst den nicht. Okay. Darf noch was hinzukommen. Verdammt. Hat er jetzt den Kram ja bekommen. Verschlossene Truhe können wir fast so öffnen. Das Futter brauchen wir nicht. Gehen wir lang. Schauen uns hier nur die Curio an. Ist ein Sack. Machen wir mal auf. Ist leer. Gehen wieder zurück. Gehen nach da oben. Obwohl. Nein. Da kommen wir später sowieso nochmal dran vorbei. Erstmal nach hier unten. Also gehen wir sowieso hin. Einfach aus dem Grund, weil wir noch zum Geheimraum gehen. Brauchen wir jetzt nicht schon hingehen. Macht keinen Sinn. Gut, der Krankheit widersetzt. Ist schön. Destroy them. Hm.
Okay. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Ich gehe einmal ein Stressziel auf die Vestalin. Schönen Gruppenheal für alle. Und das Schwein kloppt mir einfach wieder tot. Ich meine, wenn er so doll zuhaut, ne, ist alles gut. Brauche ich das Zitrin? Nicht wirklich. Nicht mega viel wert. Werde später sowieso noch vermutlich im Geheimraum massig Items finden, die wertvoll sind. Gefehlt. Okay. Carelessness will find no clemency in this place. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Schwarze Säure. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist ein sehr fieser Debuff. Ich will vielleicht mal zeigen. Widerstand gegen Giftrauch, Krankheit, Max LP und minus 5 Geschwindigkeit. Typ ist langsam wie weiß ich nicht was. The wounds of war can be healed, but never hidden. Oh. Okay. So, Budai. Zieht er noch? Budai. 8, hm? 8 ist in Ordnung. Wenn es nicht gerade ein Crit wird, sollte mit dem nichts passieren. Irgendwie finden gerade sehr viele Crits ihren Weg in mein Gesicht. Habe ich das Gefühl. Gar kein Fan von. Hochgeheilt. Die Gruppenheals. Falscher Charakter. Ich wollte eigentlich die da Stress wegnehmen. Wir können das selber machen. Bei Gelegenheit. Seht ihr mal. Wieder ein Crit. Alter, jetzt geht's aber hier. Vermutlich, das ist das Problem, wenn ich ihn jetzt haue. Auf jeden Fall noch eine Runde heilen, wenn es geht. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Der soll ihn töten. Das ist, glaube ich, ein Buff. Noch ein Altar. Bufft hundertprozentig. Ich überlege gerade, wen ich gebe. Ja. Schaden, Präzision und Crit bis zum nächsten. Hätte ich auch ihm geben können, er würde noch mehr zuhauen wie ein Truck. Wo sind wir? Da sind wir. Wir haben nicht gescoutet. Hm? Nichts. Epikuriosität. Nein. Ja, kein Scouten.
Na, ist in Ordnung. Fight. Okay, in diesem Fight, wo wir die überraschen, müssen wir vieles ausnutzen. Wir müssen als allererstes mal den da hinten stunnen. Also anfangen, Stress runterzunehmen. Die Runde. Weil es sich doch ein bisschen akkumuliert hat. Da hinten den töten, ist gut. Der soll dieses Schwein hier töten. Ist gut. Schön. Nee. Nichts. Ordnung. The wounds of war can be healed, but never hidden. Weg mit dem, wenn er drankommt, nächste Runde. Eine Runde mehr Stress-Heal und generell Heal. Sehr gut. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Was ist eine Truhe öffnen wir? Packs laden with loot are often low on supplies. Unten. Noch zwei Kuriositäten. Da oben ist der Boss. Schaufel ist ja unwahrscheinlich, dass wir die brauchen werden. Jetzt noch. Im Dungeon. Erst machen wir diesen Fight. Okay. Sieht recht easy aus. Ich habe meine Leute nicht umgestellt. Bad. Autsch. Ist nicht schlimm. A momentary abatement. Okay. A powerful blow. Ich rettet ihn zu Tode. Den, der schon so angedatscht ist. Weiter Gruppenheals. Mehr Speed für uns. Inspiration and improvement. Den kann ich stunnen. Dann habe ich noch eine Heilrunde. Mehr Buffs. Schlüssel brauchen wir nicht. Ah, ein Card. Okay, gut. Ähm.
Gut. Weiter. Und wieder zurück. Schauen uns die Kurio an, was das ist. Eine Fackel, ja? Ist in Ordnung. Campen. Blut ist ein bisschen low, muss ich sagen, dieses Mal. Ganzer Stress ist weg von den Leuten. Wir brauchen den Wachhund. Wir brauchen den Buff. Von ihm. Präzision und Crit. Der hat ein Gefährte, 10 Präzision, 5% Crit. Oder, was hat er noch? Spott. Wir wollen mehr buffen. 20 Präzision, 10% Crit. Nice. Ja. Gut. Holen wir uns aus. Geben jetzt dem Leper so circa alles an Damage-Items, was wir haben. Und ziehen los. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Sehr schön, mit 100 Licht in den Bossfight. Da. Prinz der Schweine. Der Kleine markt uns die ganze Zeit und der Große gibt uns dann ins Gesicht. Den Kleinen sollte man nicht angreifen, wenn man ihn tötet, aus Versehen. Ah, verdammt, ich habe die Typi falsch gestellt. Okay, das ist wichtig, das muss ich umstellen. Dann geht er in Enrage-Mode und haut uns richtig ins Gesicht. So. Mal gemarkt. Der ist Gifthauch und Bluten ziemlich schwach gegen. Mr. Leper und gibt ihm einfach einen 36er Crit ins Gesicht. Er gibt uns zurück, Crits. Und jetzt will er den da vernichten, what the fuck. Überhaupt kein Freund von. Sehr gut. Mal gucken. 16. Haben wir gerade so geheilt mit einem Crit. Okay. Der Fall ist in Ordnung. Ich kann natürlich auch was anderes machen. Moment, mir ist noch was eingefallen, was ich machen kann. Sein Damage doch zumindest noch ein bisschen reduzieren. Wenn ich mit dem Leper. Ah, oh, verdammt. Jetzt haut er erstmal zu. Jetzt sind. Okay. Was hier mache. Auf ihn. 21% weniger Schaden. Ist doch schon mal was. Oh, jetzt ist wieder beide. Beide ist wieder kacke. Ich versuche ihn mal zu stunnen. Das bringt nichts. Sonst. Schneiden den. Heilen beide. Bisschen zumindest. Mehr Debuff. Oh, gerade so Glück gehabt. Ah, der Leper nicht. Oh oh. Der hat den ersten Zug. Oh oh. This is no place for the weak or the foolhardy. Oh, das war bad.
Unser Leper ist gestorben. Ich hätte den Leper heilen sollen. Aber dann wäre der vielleicht gestorben. Jetzt muss ich nuken. Bleibt mir nichts anderes außer der Nuke. Das Problem ist, ich bin eine Position vorgegangen und kann jetzt mit ihm nicht mal... einfach nur nuken. Bitte nicht jetzt den targeten. Oh, Gott sei Dank. Kein Damage auf den. Kann sich aber auch nicht selber heilen. Mann. Zumindest ein Heal. Die nächste Runde stirbt er, ja, das ist das Gute. Leider unser Leper gestorben. Erster Todesstoß, der ihn getroffen hat, hat ihn hingerafft. So, stirb. Ich habe zu spät gemerkt, wie viel Schaden der macht. Anstatt ihm den Schaden runterzunehmen mit dem Attacker die ganze Zeit, habe ich versucht, ihn hart zu critten. Was nicht so schlau war. War ein Missplay von mir. Jetzt habe ich ihn betäubt. Immerhin habe ich ein Achievement bekommen, weil er gestorben ist. Ja, ist in Ordnung. Kann er da nichts machen? In der Position, wo er ist, kann er nichts machen. Gegen den. Auch so kann er, glaube ich, gleich nichts machen, weil er auf Position 1 ist, unser... eigentlich Position 1 angreifen. So. Was ein Fight. A momentary abatement. Ja, zumindest den Stress runternehmen. Unser armer Leper, wir hatten nur einen davon. Und der war echt gut. Der war wirklich gut. Der hatte richtig nice Stats. Oh, ich bin so traurig, dass er tot ist. Vor allem, oh Gott, der Leper hatte zwei meiner besten Items auf sich drauf. Der hatte den Sonnenring und einen der Köpfe. Zum fucking Kotzen. Unglaublich. Der Fight, ne? Sedated. A brilliant confluence of skill and purpose. Auf die Leute mal zu stun, die Damage machen können. Alle widersetzt, wunderbar. Ja, gut. The wounds of war can be healed, but never hidden. Weil muss ich mich auch sowieso noch hochheilen, einfach aus dem Grund, dass ich gleich noch einen Fight vor mir habe für den Geheimraum. Obwohl ich kann auch, glaube ich, den Fight vermeiden im Geheimraum. Kann ich machen. Und noch ein einziger Hit. Er stirbt gleich, wunderbar. Gott sei Dank. Dismas Kopf Sonnenring. Oh Gott, wir haben den Loot des Lepers haben wir noch. Das Ding habe ich, glaube ich, schon. Das Ding brauche ich nicht unbedingt. Obwohl, ich brauche vieles von dem Zeug nicht mehr. Zum Beispiel Bandagen. Mit. Weihwasser kann ich mitnehmen. So.
Immerhin haben wir unsere Items bekommen. Tut mir leid, Mr. Lepper. Wir holen uns einen neuen. Leider keinen, also vermutlich keinen so guten, wie er war. Er wird nie den einen ersetzen, den wir hatten. Das ist schon der zweite Tod, glaube ich, ne, von uns. Alter, wir sind fahrlässig. Sehr fahrlässig spielen wir. Also ich werde mir nur die Geheimtür holen. Und dann war es das. Dann gehen wir raus. So eine Dreiergruppe ist nicht besonders gut. Oh nein, das war falsch. Taten weitergehen. So, jetzt. Jetzt haben wir es. 3 davon, okay. 1. 2. Naja, immerhin 16.000. 20.000 insgesamt. Wieder ein paar Urkunden und Porträts gesammelt. Auch ein paar Wappen und Büsten. Alles in allem, bis auf den Tod, war das okay. Nur der Tod ist echt scheiße. Runwil! Wie wär's, ist auch ein Veteran geworden. Und Borliol ist nervös, muss direkt runter. No. Okay, das war's für das Video. Bis zum nächsten Mal bei Darkest Dungeon.